darf ich bitten. Und als nächster Punkt wäre die Tanzgruppe an der Ende. Ich will es eigentlich nicht als Hofnarren sehen, sondern eher ein bisschen als Kaktus. Und beim Kaktus möchte ich doch noch etwas ergänzen. Entschuldige, wenn ich das mir erlaube. Aber ich finde der Kaktus eine wunderschöne Pflanze, nämlich der blüht ja auch. Und der blühende Kaktus ist etwas Wunderbares. In dem Sinn finde ich das eine ganz tolle Blume und fast ein bisschen exklusiver als ein Sensian. Meistens vor dem Ende. Beginnen Sie nie mit dem Ende, das kann Sie vielleicht machen. Und wenn Sie nur das Anfangsleben, der vor dem Ende kommt, anstatt der nach dem Ende oder sowas, das ist nicht gut. Also, ich müsste jetzt machen, also sag nicht, ich bin so nervös. Also, entschuldige, ich sprach komplett. Keine Angst, ich bin kein Süchtiger. Meine Mutti sagt mir immer, Tabletten sind keine Bonbons. Also, die sind so bitter, aber sie tun gut, naja. Habt ihr das? Ja. Da jetzt im Frühjahr
möchte im Namen von uns allen Lehrerinnen und Lehrern, aber auch von euch Schülerinnen und Schülern herzlich danken für die Arbeit, die sie hier 2 Jahre gemacht haben. Mit dem nötigen Humor haben sie das euch übergebracht gebracht. Und es ist für mich immer eine grosse Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und es ist eine ideale Verbindung für unsere Schulleitung und Schüler. Ich möchte als kleine Erinnerung Ihnen ein bisschen Schenkel geben und Ihnen alles Gute wünschen und Sie jetzt schon, wie die letztjährigen ESO-Präsidenten, die hier sind, einladen als Gäste unsere nächstjährige Runde. Der ist noch einmal auch noch einen kurzen Dank abstatten, die Leiter von den Gruppen führen, die ihr ganz Rahmenprogramm gemacht haben. Das wäre von der Und der ganzen Lehrerschaft und der Schulleitung, die alle hier dazu gibt.
Priester und herzliche Gratulation an euch alle.
bitte, die Klasse da vorne zu kommen, im Halbkreis aufzustellen und dann werde ich einzeln aufrufen, die Diplomantinnen und Diplomanten und der Schuldirektor wird jedem Zeugnis überreichen. Ich bitte jetzt auch im Applaus zu warten, bis am Schluss zusammen mit der Klassenlehrerin, respektive der Klassenlehrer, am Schluss der gesamten Applaus. Ich bitte, zwei Jahre hören zu kommen. Christoph Berti, Everbrook. Zeno Böhm, Riesch. Claudia Brandt, Herzwil. Rolf Bühler, Luzern. Jacqueline Kammerzind, Mecker. Benodus Romos. Corinne Hauri, Stanz. Marcel Hirt, Luzern. Tamara Horstner von Chom und mit kleinen Brüdern in Keuschel. Auf meinen besonderen Wunsch. Jolanda Imhof, Adliger. Doris Kaufmann, Frienz. Sonja Schinkler, Luzern. Genevieve Steiger, Sachsler. Sibyl Stillart, Chom. Wieder einmal Rita Weber, Udlingen. Michael Werneburg, Hagedorn, Zog. Frieda Winzeler, Krienz. Beatrice Zem, Terbiswil. Philipp Zimmermann, Udlingen. Jetzt bitte Herr Lieni. Liebe Diplomanten, meine Damen und Herren, der Rektor hat gesagt, ich muss Forsch vorwärts machen, sonst kommen wir um einen Aperitif. Und der Herr Zucker und der eine ehemalige verdankenswert Spediertätungen, ich werde mich daran halten. Ich möchte euch allen von Herzen gratulieren zum erfolgreichen Diplom. Ich möchte euch wünschen, dass ihr eine gute Zukunft für euch habt. Ihr kommt alle in interessante Betriebe und ihr werdet hier gut aufgenommen, ihr werdet eine gute weitere Ausbildung haben. Selber müsst ihr aber auch etwas dazu beitragen. Man muss immer wieder, wie das der Rektor Wieler erwähnt hat, eingehen. Also ich arbeite an seiner Persönlichkeitsentwicklung. Das ist wichtig. In die Betriebe, die ihr kommt, das wird die besonders hervorheben. Bietet ihr ein Klima vor, wo nicht nur egoistisches Denken vorherrscht, oder überhaupt nicht, sondern ein Denken vorherrscht an die Adresse der Allgemeinheit, unserem Staat, unserer Gesellschaft. Ohne diesen Betrieb könnte unsere Gemeinschaft, könnte unser Land überhaupt nicht funktionieren. Und das ist etwas Schönes, meine verehrten Diplomantinnen und Diplomanten, in einem Betrieb tätig zu sein und sich auszubilden und vielleicht auch später dabei zu sein, wo man die Chance hat, für die Allgemeinheit da zu sein und etwas zu machen. Und das möchte ich besonders erwähnen. Danke, Herr Schuldirektor, für die netten Worte und für die Blumen auch an Schulleiter und Lehrer. Wir kommen zum Schluss. Und ich müsste Sie jetzt bitten, ein bisschen rassig zum Schiff rüberzugehen, weil wir müssen die Abfahrt ein bisschen vorverschieben, wegen anderen Kurs, die kommen. Wir sind 12.05 können abfahren. Das heisst, jetzt müssen wir rassig raus und überall rein. Halt!
bisschen kleiner, 14.30 Uhr legen wir an, dass ihr könnt disponieren könnt und etwa am Viertel vor in einem Bahnhof. Tun Sie bitte dort hergehen, wo Sie den Zettel haben, das ist Nord eingeteilt, damit es kein Knosch auf dem Schiff gibt. Die Schüler haben für die Eltern die Zettel, wo dass man kann, in welchem Teil vom Schiff essen. Zuerst gibt es Apero und dann geht man in die Zeit vom Schiff. Für Verfügung sind es alle auf dem Schiff. Nein, nein, nein! Also, auf die Dreie! Achtung, Achtung, Achtung! Ah, ist
Thank you.
auch nicht reinpasst. Im Moment. Ja, sieht man mal noch.